Hi, ich bin Ricardo und in diesem Video vergleiche ich zwei In-Ear-Kopfhörer von JBL für dich, nämlich einmal die JBL Live Pro 2 und dann habe ich auch noch die JBL TuneFlex mitgebracht. Wenn du wissen willst, welches der beiden Modelle für dich das Richtige ist, bleib dann auf jeden Fall dran. Fangen wir aber erstmal mit dem Design an und natürlich auch dem Tragekomfort. Persönlich finde ich, dass die Live Pro 2 echt richtig edel aussehen. Nicht nur das Case, sondern eben auch die Kopfhörer selber. Die sind hier an der Seite so glänzend und der Rest ist dann matt verarbeitet. Es gibt auch drei Ohrtippgrößen, die mitgeliefert werden. Da ist also wirklich für jedes Ohr etwas dabei. Von den TuneFlex habe ich hier die Ghost Edition. Und wer genauer hinsieht, sieht, dass der Kunststoff durchsichtig ist, wodurch man im Inneren die Technik sehen kann. Finde ich persönlich echt richtig cool und ich glaube, ich würde mich selber auch für die Ghost Edition entscheiden. Die sehen dadurch halt weniger edel aus, aber dafür richtig stylisch. Hier gibt es natürlich auch drei verschiedene Größen an Ohrtipps, aber auch noch eine extra Besonderheit. Du kannst nämlich mit speziellen Aufsätzen die TuneFlex zu normalen Earbuds machen. Du kannst also selber zwischen einer offenen und einer geschlossenen Passform wechseln und so selber bestimmen, wie viel Umgebungsgeräusche du zum Beispiel noch hören willst. Finde ich persönlich echt richtig gut, denn wenn ich zum Beispiel durch die Stadt laufe oder über die Straße, finde ich es einfach irgendwie entspannter, wenn ich doch noch ein bisschen mehr Umgebungsgeräusche höre und dann würde ich halt mehr die normalen Earbuds benutzen. Beide Modelle sind natürlich spritzwassergeschützt, von der Größe vom Case tut sich eigentlich nicht so viel und auch das Gewicht ist relativ gleich. Kommen wir dann aber zum wichtigsten Teil, nämlich dem Sound. Der Sound der JBL Live Pro 2 ist auf jeden Fall in den Höhen etwas detaillierter und kräftiger als bei den TuneFlex. Finde ich aber auch nicht so verwunderlich, denn sie sind das etwas teurere Modell. Der Sound der TuneFlex ist auf jeden Fall auch für die Preiskategorie echt richtig gut, vor allem die Bässe und die Tiefen sind schön kräftig. Was die Mikrofonqualität beim Telefonieren angeht, finde ich, dass beide Modelle den Test auf jeden Fall bestanden haben. Wobei ich sagen muss, dass die Live Pro 2 mir ein kleines bisschen besser gefallen haben, weil sie einfach meine Stimme deutlicher wiedergeben und Umgebungsgeräusche ein bisschen besser rausfiltern. Aber auch die Gesprächsqualität der TuneFlex ist auf jeden Fall völlig ausreichend. Beide Modelle haben natürlich auch Noise Cancelling, die TuneFlex haben Active Noise Cancelling und die Live Pro 2 haben sogar Adaptive Noise Cancelling. Das Noise Cancelling finde ich bei den Live Pro 2 etwas besser als bei den TuneFlex, liegt aber auch daran, dass ich generell finde, dass sie etwas besser abdichten und mich so noch besser vor Umgebungsgeräuschen schützen. Bei beiden Modellen kannst du übrigens den Sound in der App nochmal anpassen und mit dem Equalizer personalisieren. Dann nochmal kurz zur Akkulaufzeit. Mit den Live Pro 2 kannst du 10 Stunden lang Musik hören und wenn du sie im Case auflädst, kommen dann nochmal so 30 Stunden dazu. Bei den TuneFlex ist das etwas weniger, da kannst du 6 Stunden lang Musik hören und wenn du sie auflädst im Case, kommen dann nochmal so 18 Stunden dazu. Allerdings ist das Ganze natürlich mit dem Noise Cancelling ausgeschaltet. So, jetzt höre ich dich fragen, welche der beiden Modelle ist denn jetzt das Richtige für mich? Ja, wenn du Wert legst auf echt soliden Sound und ein richtig gutes Noise Cancelling, entscheide dich dann auf jeden Fall für die JBL Live Pro 2. Die haben ebenfalls eine längere Akkulaufzeit. Bist du also viel unterwegs und willst nicht nachdenken, wann du dir das nächste Mal aufladen kannst, dann bist du hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ja, und wer sich echt nicht entscheiden kann zwischen klassischen Earbuds und In-Ear-Kopfhörern und darum einfach beides haben will, der kann sich natürlich immer noch entscheiden für die TuneFlex. Klar machst du dann kleine Abstriche in Sachen Soundqualität und Noise Cancelling. Allerdings hast du dann auch richtig vielseitige Kopfhörer mit einem richtig coolen Design. In diesem Sinne würde ich sagen, falls du noch Fragen hast zu den beiden Modellen, stell sie mir dann gerne in die Kommentare, dann beantworte ich die natürlich noch für dich. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!